Die Wettershow. Ja, wir möchten natürlich auch wissen, wie wird der heutige Tag, und der wird etwas kühler. Er hat auch Regen für uns mit dabei, der Wind spielt ein Thema, aber auch die Sonne. Besonders hier im Norden und Osten, da können wir uns freuen, da werden die Temperaturen noch etwas wärmer, nämlich an die 26 Grad. Aber ich habe schon gesagt, der Regen wird heute auch ein Thema sein, und da passt auch die Bauernregel für den 1. Juli ganz gut dazu. Aber das sagt leider etwas sehr Negatives für uns aus, nämlich fängt der Juli mit Tröpflein an, wird man lange Regen haben. Aber ich kann hier Entwarnung geben. Es wird hier Gott sei Dank nur ein, zwei Tage Regen geben, und dann nächste Woche starten wir schon wieder mit feinen Temperaturen, und die Sonne, die kehrt in ganz Österreich dann wieder zurück. Das sehen wir dann gleich bei unseren Wetterkarten. Jetzt sehen wir noch wunderschöne Bilder aus Österreich, und man darf ja auch dazu sagen, der Regen ist ja auch ganz notwendig für die Natur schon gewesen, besonders auch in Wien. Da gibt es ja schon viele Tage ohne Regen, die sieht man auch schon an den ganzen grünen Rasen, die wir ja eigentlich schon überall sehen, im Burggarten zum Beispiel oder auch in den anderen Parks, und die freuen sich jetzt über diese Abkühlung gestern. Also hier auch viel Wind, der wird auch heute noch ein Thema sein, aber naja. Wir schauen uns jetzt einmal die Karte von Europa an. Da haben wir nämlich diese Tiefdruckgebiete, die sich hier im mitteleuropäischen Bereich befinden, und die haben jetzt auch für diese Abkühlung gesorgt. Wir sehen es auch hier in Paris, Regen 22 Grad, Berlin sehr bewölkt mit 22 Grad. Anders geht es hier in den südlichen Regionen zu, Rom 27 Grad, Madrid sogar 34 Grad. Ja, wir haben eine Abkühlung erhalten, das habe ich ja bereits erwähnt, und das sehen wir hier auch an den Temperaturen. Denn in Salzburg, in Linz oder in Zwettl, da haben wir sogar nur an die 17 Grad. Anders sieht es hier in den südlichen Regionen aus. Klagenfurt heute schon etwas trockener bei 24 Grad, aber in der Steiermark können auch da und dort Regenschauer mit dabei sein bei 25 Grad. Den Westen, den habe ich ausgelassen, den sehen wir uns nämlich jetzt an. Da haben wir von den Morgenstunden an immer wieder die Regenwahrscheinlichkeit dabei und die Höchstwerte heute von 23 Grad. Der Osten, der ist noch ein bisschen trockener, aber da wird es auch schon ein bisschen mehr regnen. Sie sehen es hier schon in den Nachtstunden, aber zuvor haben wir noch an die Durchschnittswerte von 24 Grad. Wie geht es denn weiter? Morgen wird es noch ein bisschen kühler, aber Sie sehen, es wird trockener. Samstag dann 23 Grad, dann noch einmal eine kurze Regenpause, aber dann ab Montag gehen die Temperaturen wieder nach oben. Der Osten präsentiert sich ähnlich, morgen etwas kühler, Samstag, Sonntag so ein sehr instabiles Wetter, aber ab Montag 25 Grad, und dann gehen wir auch schon wieder hier in die sommerlichen Temperaturen mit 31 Grad. Das heißt, heute und die kommenden Tage dürfen wir uns einmal ein bisschen eine Verschnaufspause gönnen, was die heißen Temperaturen angeht.